Ich freue mich, dass bei mir ist der stellvertretende Parteivorsitzende Hubertus Heil und Bundesarbeits- und Sozialminister. Da kommen viele Themen zusammen, über die wir trefflich diskutieren können die nächsten 4, 5 Minuten. Zunächst mal, wie sehr hat denn Ihr sozialdemokratisches Herz gehüpft nach der Rede des Bundeskanzlers? Ja, das war eine starke Rede, das war klare Orientierung, nicht nur für die SPD, sondern glaube ich auch für das ganze Land. Denn wenn wir die Haushaltsprobleme jetzt angehen und lösen wollen, dann gelten 3 Leitplanken, die der Kanzler gesetzt hat. Erstens, wir müssen außensicherheitspolitisch vernünftig bleiben, der Ukraine beistehen. Zweitens, wir müssen die wirtschaftliche Erneuerung unseres Landes, Stichwort Industriepolitik, vorantreiben, um Wohlstand auch morgen zu haben. Und drittens, wir werden soziale Sicherheit in diesem Land nicht gefährden. Das sind Leitplanken und die müssen wir jetzt auch in den Verhandlungen umsetzen. Das ist die sachliche Analyse. Saskia Esken hat, war ja richtig bewegt, reagiert auf die Rede. Hat es bei Ihnen auch, hat er so eine emotionale Komponente gefunden heute? Ja klar, ich bin ja Niedersachsen, wir gelten als die Brasilianer des Nordens, wie Sie wissen. Natürlich hat mich das bewegt. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat. Und der Kanzler hat heute der Partei aus der Seele, aus dem Herzen auch gesprochen. Er hat die großen Themen berührt. Wenn es um die Zukunft unserer Demokratie im Kampf gegen rechts geht, wenn es darum geht, diesem Land realistische Zuversicht zu geben, dass wir die Probleme lösen. Er hat es in internationalen Zusammenhang gestellt. Das war eine starke sozialdemokratische Rede, aber es war auch eine Rede eines Bundeskanzlers fürs ganze Land. Fürs ganze Land, sagen Sie, wie viel Botschaft war denn drin für die Koalition und für die aktuellen Verhandlungen zum Haushalt? Wir wissen, dass wir in den Verhandlungen am Ende Kompromisse machen müssen. Alle miteinander müssen sich bewegen. Der Kanzler hat unsere Leitplanken genannt und ich glaube, es ist auch vernünftig deutlich zu machen den Partnern, was die Leitplanken sind. Aber jetzt geht es darum, dass wir das auch zügig hinbekommen. Da müssen sich, wie gesagt, alle bewegen. Kompromisse sind notwendig. Ich mache es mal in meinem Bereich. Wir werden auch über die Zielgenauigkeit von Sozialstaat reden müssen, aber eben nicht um Sozialabbau. Das ist der Unterschied. Aber ich glaube, das wird auch gelingen. Wie sieht der Unterschied denn aus zwischen Abbau und Leitplanken halten? Da werde ich mich auf der Linie des Kanzlers verhalten. Wir führen keine Verhandlungen mit den Partnern über Parteitagsreden oder über Interviews, sondern man setzt sich zusammen, man löst die Probleme miteinander. Dieses sich über Interviews festzunageln, ist nie vernünftig. Demokratie heißt immer, auch kompromissfähig zu sein. Ich wollte es nur inhaltlich verstehen. Ich habe eine klare Vorstellung, was ich damit meine. Und das heißt, dass wir zum Beispiel nicht die Rentenversicherung kaputt machen, dass wir nicht die soziale Sicherheit für Bedürftige gefährden, dass wir wissen, dass auch für die wirtschaftliche Zukunft ein starker Sozialstaat wichtig ist. Über Einzelnes kann man reden, über Details und Zielgenauigkeit. Das tun wir auch. Aber wie gesagt, wir werden nicht die Hand oder die Axt an den Sozialstaat anlegen, wie einige das jetzt fordern. Ja, aber die Frage ist, was heißt denn Axt anlegen? Das ist ja der Punkt, weil die Rente war in den letzten Tagen ja durchaus im Gespräch. Also die Rente nach 45 Beitragsjahren zum Beispiel. Mütterrente ist schon mal thematisiert worden. Und wenn wir in dem Bereich Sozialleistungen bleiben, auch das Thema Bürgergeld, da war er relativ klar, wie ich finde, der Bundeskanzler. Aber beim Thema Rente sind ja Spielräume da, offenkundig. Heißt das, es ändert sich da definitiv nichts? Ich habe gesagt, man kann immer über Einzelnes reden, aber man darf die Leitplanken nicht gefährden. Das betrifft bei der Rente vor allen Dingen die Tatsache, dass wir eine Stabilität für die Rente brauchen, auch für zukünftige Generationen, dass wir flexible Übergänge in den Ruhestand brauchen und keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Das sind klare Vereinbarungen, nicht nur in der Koalition, sondern für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in diesem Land wichtig. Das hat der Kanzler an anderer Stelle auch deutlich gemacht. Das trägt auch. Und das sind dann auch klare Botschaften an die Koalitionspartner, vor allem an einen. Ja, wir müssen das zu dritt miteinander hinbekommen. Nochmal, ich bin lang genug im politischen Geschäft, dass Verhandlungen heißen, dass man sich zusammensetzt, dass man sich auch in die Schuhe der anderen versetzt, die Position der anderen nicht für dumm hält, nur weil man anderer Meinung oder Überzeugung zu einzelnen Themen ist. Aber jetzt ist die Zeit, das Ganze zu finalisieren. Das kann sich und sollte sich nicht so lange schleppen. Wir müssen Sicherheit für Deutschland geben. Viele Menschen machen sich Sorgen um wirtschaftliche Fragen, ob Industrieansiedlungen noch gelingen, ob wir die Gesellschaft auch zusammenhalten können. Die ist ja relativ angespannt. Deshalb, jeder muss seine Verantwortung für die Partei übernehmen, aber eben auch fürs Land. Das ist das Wesen der Koalition und das erwarte ich von uns selbst, aber eben auch von den Partnern. Zusammenhalt würde ich gerne nachher auch noch mal kurz ansprechen. Ich würde trotzdem noch mal einen kurzen Blick gerne werfen auf dieses Thema Haushalt und Haushaltskrise. Der Bundeskanzler hat sehr drastisch geschildert die Lage in der Ukraine, dass wir aber auch die Unterstützung beibehalten wollen. Er hat aber auch gesagt, es ist gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass wir diese Unterstützung ausweiten müssen. Ist das, beziehungsweise habe ich das da richtig verstanden, dass das schon durchaus ein Signal ist, auch möglicherweise die Schuldenregel im nächsten Jahr auszusetzen, zumindest wieder, um Mittel zu bekommen, um der Ukraine weiter zu helfen? Habe ich das richtig verstanden? Ich will immer noch nicht
Details über Verhandlungen sagen. Aber sollen Sie gar nicht. Nein, sollen wir Ihnen nur helfen, ob ich richtig verstanden habe, was der Bundeskanzler gesagt hat? Die Botschaft ist ganz klar. Wir haben in den letzten Jahren, viele haben das ja schon vergessen, als europäischer Hauptpartner die Ukraine unterstützt. Wir haben ja nicht nur Waffen geliefert, sondern auch wirtschaftlich stabilisiert. Nach den USA sind wir, glaube ich, die zweitwichtigsten Partner. Und wir erleben auch, dass in anderen die Durchhaltefähigkeit in Frage steht. Und die Ansage für Deutschland ist, wir werden unseren Nachbarn beistehen, weil es auch um unsere Freiheit und Sicherheit geht. Das kostet Ressourcen und Geld. Und das kann nicht aus Ermüdung oder aus Haushaltsgründen eine Frage sein, die in Frage steht. Denn da geht es um etwas Größeres. Das ist die Botschaft heute. Und ich finde es eine klare. Gut. Dann gucken wir. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass ich dann doch nicht mehr dann noch mal rauskriege, weil es sind ja aktuell Verhandlungen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Es gibt inzwischen drei AfD-Landesverbände, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch markiert und benannt werden. Was hat die SPD vor, um diese Tendenzen, die es ja nicht nur in Ostdeutschland gibt, sondern irgendwie, wir haben ja die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gesehen, dass in diesem Bereich die Wähler zunehmend auch AfD wählen wollen oder sind ja wählen oder in Umfragen sagen, dass sie wählen wollen? Kanzler hat in seiner Rede unterstrichen, dass es um dreierlei geht. Sie merken gerade, ich brauche auch eine Zweitstimme inzwischen. Die Sprechsituation hier für uns ist nicht ganz einfach. Es ist relativ laut von der Bühne. Die Luft ist, sagen wir mal, mitteloptimal hier. Deswegen volles Verständnis, wenn Sie sich mal räuspern müssen. Also im Kern hat der Kanzler drei Dinge gesagt, die wichtig sind, um sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Das eine ist, man muss Ängste Menschen nehmen vor Veränderungen. Man muss ihnen Sicherheit geben, dass Zukunft auch gelingt. Das ist der Begriff der realistischen Zuversicht. Indem wir Probleme lösen. Bei Menschen, die zweifeln, ob das mit der Energiewende gelingt. Bei Menschen, die Sorgen haben, auch bei Migrationsfragen sie zu sortieren. Das andere ist aber, dass man sich mit dieser Partei hart politisch auseinandersetzen muss. Die löst ja kein Problem. Die spaltet die Gesellschaft, die gefährdet die wirtschaftliche und soziale Zukunft. Sie macht viel kaputt in der Art und Weise, wie sie Ressentiments schürt. Und das dritte ist auch eine klare Ansage an die Wählerinnen und Wähler, an die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, auch Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn man Sorgen hat, es in einem schlecht geht, gibt es keinen Grund, Rechtsradikale zu unterstützen, die nach unten treten, die Gesellschaft spalten. Sehen ja offenbar einige anders. Ist ein Verbot eine Option aus Ihrer Sicht? Ich würde es vorziehen, dass die Wählerinnen und Wähler Schluss machen mit der AfD. Und um die müssen wir werben an dieser Stelle, die Bürgerinnen und Bürger. Es geht ja um eine Frage, die nicht nur in Deutschland eine Rolle spielt. Wir haben ja rechtsextreme Kräfte auch in Frankreich, in anderen Ländern, auch in den USA, in Südamerika. Es ist die Zeit, wo die Vernünftigen und Anständigen in diesem Land lauter werden müssen. Das gilt für uns als Sozialdemokraten, als die politische Verantwortung tragen. Aber es gilt auch für die große, schweigende Mehrheit der anständigen Bürgerinnen und Bürger. Man muss jetzt aufstehen, dass die unser Land, unsere Demokratie nicht kaputt machen. Es ist auch die Zeit für engagierte Demokratinnen und Demokraten, lauter zu werden. Hubertus Heil ist gestern mit 96% der Stimmen, der Delegiertenstimmen hier wieder zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden. Hat auch da eine Menge Arbeit vor sich, genauso wie als Arbeits- und Sozialminister. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Danke, Herr Schäfer.